Ja, Leute, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Isse und ich sind hier in Frankfurt unterwegs. Frankfurt am Main, lang ist es her. In der Stadt ohne Gefühle habe ich lang gebannt um mein Herz. Flashbacks, da ich noch viele Straßen kenne. Schweigepflicht, wenn es darum geht, Namen zu nennen. Belebte Innenstadt, jeder live auf TikTok. Sei froh, dass man dir dein Handy noch nicht gerippt hat. Menschen sind schlecht drauf und abgefuckt. Man kommt auf seine Kosten hier in der Bankenstadt. 069, die Ziffer, mit der man sich identifiziert. Denn Schabos checken schnell, du bist nicht von hier. Laut Umfragen, kriminellste Stadt mit Junkies. Perspektivlose Jugend, Shoutout Pumping Monkey. Da werden wir einige Foodspots abchecken. Wir sind jetzt auch gleich direkt beim ersten Spot angekommen. Toasty and More heißt der. Wir sind da. Toasty. Moin Moin. Alles gut? Ja, bei dir? Ja. Hier soll der Toast richtig geil schmecken, habe ich gehört. Das ist Geschmackssache. Ja, richtige Antwort, Bruder. Richtige Antwort. Was ist denn so der Klassiker hier am beliebtesten? Der Stramme Ali. Der Stramme Ali? Mach mal dann einfach den Stramme Ali einmal. Der Stramme Ali. Ja, bitte. Toasty. Die haben leider nicht mehr diese klassischen amerikanischen Toasts. Haben die irgendwann abgeschafft, hat der Kollege gerade mir gesagt. Aber, ja, die Welt geht auch immer. Gello, was ist das für ein Dip? Yupi und Toasty-Soße, hausgemachte Soße. Schmeckt wie zu Hause. 5,50 Euro. Das ist ja das Ganze, ne? Ja. Ich sag euch ganz ehrlich, der geht voll klar. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass sie diese amerikanische dicke Toast nicht mehr haben. Ist das Koriander, was ihr da drin habt? In dem Toast? Nein, das ist Spitzpaprika drin. Siehst du? Junge, was man schiebt so Panik wegen Koriander? Ich kann das gar nicht, aber wenn das drin ist, ist es vorbei. Aber wie bist du drauf gekommen? Ich wusste, dass es so Paprika ist. Come on, bäh. Warum haben wir nicht zwei Tablets geholt? Das sind zwei. Warte, ich mach noch so und esse so. Also für mich ist der nichts Besonderes, aber kann man essen. Und ich kann auch so nach Club oder so, würde ich das auch feiern, so weißt du, so einen Toast zu essen. Aber es ist halt nichts Besonderes. Und ich finde es schade, dass es nicht mehr diesen Toaster gibt, so weißt du. Ich glaube, das war viel besser dann. Aber sonst, Leute, schmeckt der ganz solide. So machst du nichts verkehrt, ne? Toast kann man auch zu Hause locker hinkriegen, so, ne? War jetzt halt von Sujuke und so ganz klassisch gewesen. Auch Preis ist halt, ne? Preis ist auch top, Alter. Ja. Jetzt würde ich sagen, ab zum nächsten Spot. Let's go! Wir sind jetzt an unserem zweiten Spot angekommen. Und zwar ist es Go Kyo Bros. Southern Fried Korean Style Chicken Shack. Wir gehen rein zu Go Kyo Bros. Salam alaikum. Hallo. Hallo. Was ist der Bestseller hier? Der Bestseller ist entweder das Fried Chicken oder die Tenders. Je nachdem, ob man mit oder ohne Knochen will. Ja. Das Fried Chicken ist sogar ein bisschen saftiger, würde ich sagen, weil da ja noch die Knochen dran sind. Ich glaube, dieses Fried Chicken zwei Stück reicht, ne, erstmal. Zum Probieren so. Machen wir, ne, jeder ein. Mach mal Fried Chicken, zwei Stück. Welche Soße wollt ihr dazu haben? Boah. Also wir haben fünf verschiedene hier. Ach, ein bisschen schärfere. Die Duck and Young und die Young Young sind beide etwas schärfer. Was isst man so gerne hier? Also kommt drauf an, ob man scharf oder nicht scharf ist. Um mal ein bisschen runterzukommen? Ja. Für uns das runterkommen, weißt du? Mama, was ist richtig scharf? Die Young Young Soße, die ist gut. Ja, mach die mal. Ja, Young Young Soße. Wo wart ihr davor überall? Also wir waren bei Medina, dann waren wir Toasty. Jetzt hier, dann kommt noch Pizza Bros oder so. Und Ranch. Urban Ranch. Geht nicht zu dieser Pizza Bros, sondern geht zu einer weiter, die heißt Kono Chimono. Das ist so napoleonische Pizza, genauso wie da. Bulgarische also Pizza? Napoleonisch. Napoleonisch. Ja, waren 2 Euro billiger, also das ist sehr gut. Hey, danke für den Tipp. Das ist echt gut. Ja, super.
Bulgarische Pizza kann doch sein, Alter. Wir haben jetzt Fried Chicken bestellt. 8,80 Euro kostet zwei Stück. Und man kann bis zu vier Stück nehmen, 16,50 Euro. Da haben wir hier noch so unterschiedliche Soßen. Finde ich auch immer ganz cool, dass das gekennzeichnet ist. Der Schärfegrad wird halt angezeigt mit zwei Peperoni, nur eine. Oder kannst du auch relativ mild wählen. Ist alles ganz entspannt und übersichtlich, würde ich sagen, ne? Oh mein Gott, schaut euch mal an, wie das aussieht. Schaut euch das mal an, wie das aussieht. Das ist ja ein Gedicht hier. Oh, es ist auch noch heiß, Digga. So, der erste Bissen, das ist anders. Schon dieser Teig ist, finde ich, anders. Mm. Das ist nicht dieser klassische Chicken Wing Teig irgendwie, ne? Wenn die so mit einer Panade frittiert werden, das ist so anders irgendwie. Nee, Fleisch schmeckt auch top. Danke. Ja. Bestens, danke. Probier mal. Ist doch egal, tu einen rein. Oh, jetzt noch den Knochen ab. Das tut gerade richtig gut. Aber was ist denn das für ein fetter Wing? Wie fett das Stück ist, ne? Das ist so heftig. Ich bin gerade wie ein Raptor. Noch zwei Spots, denk daran. Das hat was und das tut gerade gut nach diesem Toasty, Döner und so. Mal was anderes. Bist du der Chef hier? Wie macht ihr diese Panade? Wenn du es siehst, denkst du, das ist so eine klassische Panade, solche von den Wings, aber die ist ja viel dünner und irgendwie... Ich finde die teilweise, das ist eine gute Frage. Also es ist frischer so. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich so Fastfood oder so esse. Verstehen Sie das, Mann? Ja, ja, ja. Also ich habe gehört von vielen anderen, also ich meine, in letzter Zeit sind so viele Chicken-Läden statt. Ja. Und die nehmen natürlich minderwertiges Hähnchen. Also wir haben jetzt notfallweise ein bisschen was gekauft wegen Feiertagen. Ja. Aber ansonsten haben wir ja vom Thailand bestellt. Und das auch. Wir brauchen natürlich jetzt nicht so eine dicke Panade, aber andere haben so eine dicke Panade. Ja. Und die Panade haben wir klassisch amerikanisch gemacht. Mit Bierbecher. Mit was? Bierbecher. Also mit Bier und sonstigen. Also, ich habe Ihnen das gerade auch gesagt, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich so Fastfood esse, weil es viel, sich viel leichter anfühlt und geschmackintensiver. Also du schmeckst, das Hähnchenfleisch schmeckst du intensiver einfach. Alles, was ihr esst, ist also aus Hausgemacht. Ja. Aus Frankfurt oder wie? Ich bin aus Osnabrück und der aus Völklingen. Ah, okay. Und ihr macht dann ein YouTube-Video? Ja, genau. Also es ist mein Cousin, wir haben gesagt, komm, treff uns so in der Mitte. Ja, ja. Mal wieder ein bisschen abhängen und dann auch Video drehen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns über Instagram direkt anschreiben. Ja. Kann ich euch auch erklären. Besten Dank, ja. Also es ist immer so bei mir, ich muss immer ein gutes Gefühl haben, dass auch Kinder und ältere Herrschaften bedenkenlos essen können. Ja. Und dadurch kaufen wir auch dann und dann haben die auch regionales Gemüse und Fleisch. Ja. Also Rindfleisch, Schweinefleisch. Das hört sich alles vernünftig an. Ja, top. Nee, das geht nicht. Ja. Habt ihr unser Burger probiert. Ich habe jetzt, wir haben nur diese drei. Ne, alles gut, weil wir haben noch zwei andere Spots, wirklich. Damit ihr einfach von Brot hier auch sehen. Okay, boah, ich kann nicht mehr. Den teilen wir. Aber auch wie der Chef gerade redet, ne? Was für ein vernünftiger. Das ist schon ein ganz anderes Niveau. Absolut richtig, Mann, das ist ein ganz anderes Niveau. Ja, Dankeschön. Ja. Danke. Dank, ja. Ciao. Okay, der Burger. Und das ist so mit Rettich und eingelegt, also eingelegter Rettich, eingelegte Zwiebel. Ja. Und dann mit der Soul Mayo und dann halt das Chicken. Das riecht so anders. Ja, also der schmeckt so anders. Viele Kunden sagen hier, die haben schon viele Burger probiert, aber so noch nie gegessen. Und so, ich esse den eigentlich auch jedes Mal. Wow. Ey, besten Dank, Mann. Besten Dank, wirklich. Der schmeckt einfach anders wild. Vor allem dieses Krautsalat. Boah, das macht diesen Chicken. Und das Brot ist schön fluffig. Schau mal. Brot ist auch von eigener Herstellung. Aber das hat sich ein Futter. Während du isst, musst du lernen, das Essen zu lieben. Dann schaffst du mehr. Vergiss das nicht, wenn du an diesem Moment bist. So, Leute, Spot Nummer 2 ist fertig. Boah, let's go. Ab zum nächsten Spot. Okay, wir sind da. Wo ist der Eingang? Wie er so cool weitergeht und den Eingang sucht. Ach du Scheiße. Ich frage einfach, wo ist der Eingang?
Bruder, wo ist... Bruder, wo ist der Eingang, denke ich mir die ganze Zeit. Ein Moment. Ja, der links. Ja, aber warum ist Schild davor? Hä? Also, wir sind bei Super Bros angekommen. Hier soll die Pizza richtig gut schmecken. Kriegen wir hier irgendwo noch ein Schild da? Super Bros. Und wir haben den Eingang gefunden. Aber warum? Guck mal, warum? Wie willst du wissen? Ich suche Eingang, dachte ich. Aber ich wollte ihn hier eigentlich testen. Das Ding ist nur, wir haben jetzt 3 Spots schon gehabt. Dementsprechend voll. Macht die Stücke auch oder immer ganze Pizza? Oder ich mache eine ganze und dann nehme ich Rest mit. Wartet ihr? Also soll ich mal was sagen? Ich habe den Eingang gerade erst gesucht. Ich wusste gar nicht, wo man hier reinkommt. Ja, weil das ist doch voll irreführend, oder? Dieses Schild hier. Also ich werde links halten und der Pfeil ist ja hier. Ja, aber ich wusste nicht, dass einer dann reinkommt. Also bis er so rauskommt und dann die Leute reinruft. Kannst du gerne reinkommen. Danke, danke. Eine napolitanische Pizza, eine originale Pizza von Super Bros hier in Frankfurt. Für die einen mag es vielleicht laut hier sein, aber es hat irgendwas, ne? Diese Stimmung, so Feeling. Großstadt-Feeling, genau. Gut getroffen von Ischu. Das ist jetzt mit Mozzarella und... Das ist die Nummer 3, das ist Buffel-Mozzarella. Wenn das Pizza ein bisschen flüssig ist, ist es normal, weil die Mozzarella ist schon flüssig. Okay, danke. Schaut euch mal diese Pizza an. Original, napolitanisch. Scusi, macchete Pizza. Schau mal das Brot an. Bruder, das ist eine Pizza. Die muss schön so, weißt du, muss schön runtergehen. Tiger, Muster, rein damit. Leute, auch wenn ich bis zum geht nicht mehr voll bin, die Pizza schmeckt einfach fresh, Digga. Probier wirklich. Guck mal, wie dünn das Brot ist. Tigermuster, so muss das sein. Schaut euch das an, wie dünn das ist. Ich hab's auch nochmal zusammengeklappt. Weil ich glaube, so isst sich das besser, als so, wenn du aufmachst. Weißt du? Die Weichen isst man so. Genau, die Weichen isst man so. Okay, Spot Nummer 4 ist geschafft, Leute. Pizza Bros, da macht ihr wirklich nichts verkehrt. Super Bros, ja, tut mir leid. Ich bin neu in der Stadt. Das Coole ist, finde ich, der hat für uns einfach eine ganze Pizza fertig gemacht, ist so. Und er hat gesagt, ist korrekt, ihr könnt ruhig ein Stück essen, den Rest verteilen wir an die Mitarbeiter. Das fand ich sehr nice, so hatten die Möglichkeit, die Pizza zu testen. Ich bin so voll und bin froh, dass ich diese napolitanische Pizza getestet habe, Leute. War für mich das erste Mal. Das war's mit dem Video. Denkt daran, noch zu liken und kostenlos ein Abo dazulassen, ganz, ganz wichtig. Und ja, die 3 Spots hier abgecheckt in Frankfurt. Die anderen beiden, einmal Medina und Urban Ranch, kommt dann separat als Video. Ich hoffe, ihr habt's gefeiert und bis zum nächsten Video. Kuss geht raus.